Schönen Sonnenaufgang begrüße ich euch zu Tag 5 unserer Mallorca-Reise. Ist der letzte volle Tag, den wir heute haben. Und heute steht für uns auf den Plan eine kleine Reise nach Pollença oder Pollença, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ist eine wunderschöne alte Stadt im Norden von Mallorca. Von Sa Coma, wo wir sind, fahren wir gut eine Stunde dahin und wollen uns dann die Stadt anschauen. Die hat uns auf den Bildern, die wir uns vorher angeguckt haben, tatsächlich sehr gut gefallen. Wir wollen da so ein bisschen durch die kleinen Gassen bummeln und uns die alten Häuser ansehen und die Kirchen. Und von da geht es dann wieder zurück. Und die zweite Hälfte des Tages verbringen wir mit Nichtstun. Einfach nochmal ein bisschen den Urlaub ausklingen lassen, alles Resümee passieren lassen, das eine oder andere Kaltgetränk am Strand trinken. Wir haben jetzt 8.54 Uhr, also kurz vor 9 Uhr, und starten dann jetzt gleich mit der Reise nach Pollença. In Pollença angekommen. Geparkt haben wir ganz im Norden an einer Brücke. Wie auch immer die Brücke heißen mag, kann ich euch nicht sagen. Ist allerdings sehr schön, sehr fotogen und jetzt erkundigen wir auf eigene Faust die Stadt. Wir lassen Google Maps mal auf und laufen einfach mal so drauf los und schauen, was uns hier die Stadt zu bieten hat. Von Pollença habt ihr jetzt gesehen. Es ist eine sehr schöne kleine Stadt, allerdings ist es auch sehr, sehr heiß heute. Dementsprechend haben wir uns jetzt ein kleines Plätzchen gesucht, wo wir ein Kaltgetränk zu uns nehmen. Und dann gehen wir gleich noch zu dem Wahrzeichen von Pollença. Das ist der Klavarinberg bzw. die Treppe, die da hochführt. Das sind 365 Stufen und jede Stufe steht quasi für einen Tag im Jahr. Zumindest das, was ich nachgelesen habe. Und danach geht es für uns auch schon wieder zurück zum Auto. Weil, wie gesagt, es ist einfach viel zu heiß. Und wir wollen den Rest des Tages einfach noch ein bisschen genießen und uns in der Sonne ein bisschen faulenzen. Thank you.
Aufstieg geschafft. Sind tatsächlich so um die 365 Stufen, wir haben jetzt nicht genau nachgezählt. Aufstieg ist auf jeden Fall für jeden machbar. Es sind sehr flache Stufen und der Weg hier hoch lohnt sich auf jeden Fall. Die Kapelle hier oben ist sehr, sehr schön, sehr idyllisch. Und das Ganze wird abgerundet durch einen Einheimischen, der hier sitzt und Gitarre spielt. Ja, die Stadt Polenza lohnt die sich. Ich finde auf jeden Fall, es ist eine super schöne, idyllische Stadt mit viel Geschichtshintergrund, eine sehr alte Stadt und ja, mit einer so der schönsten Städte, die ich irgendwie, glaube ich, so, oder Kleinstädte, die ich so bisher gesehen habe. Sehr idyllisch mit den kleinen Gassen, den alten Häusern, den ganzen verwinkelten Straßen. Die Architektur ist wunderschön mit den ganzen Kirchen und Kapellen, also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Wenn ihr da in der Nähe seid von Polenza, die liegt im Norden von Mallorca, dann lohnt sich ein Ausflug dahin auf jeden Fall. Man kann sowohl im Norden als auch im Süden kostenlos parken und der Aufenthalt bei uns in der Stadt war ungefähr 1,5 Stunden. Was für uns jetzt ausgereicht hat. Wir haben viel gesehen von der Stadt, haben jetzt nicht alles gesehen, aber das, was wir sehen wollten, konnten wir auf jeden Fall zu Fuß erreichen. Ja, mein Highlight der Stadt sind zwei. Das ist zum einen die Stufen, die hoch zur Kapelle führen. Das war sehr anschaulich. Und zum anderen einfach so der komplette Aufbau dieser Stadt, weil, ja, wie gesagt, die ganzen verwinkelten kleinen Straßen, das hat eine super schöne Atmosphäre. Wir waren jetzt morgens da, gegen 10 Uhr ungefähr, und da waren noch nicht so viele Touristen und man konnte so ein bisschen die Einheimischen bei der Arbeit beobachten und das war super interessant. Wenn euch so Städtetrips interessieren, dann schaut euch auf jeden Fall Polenza an. Ist eine sehr Stadt, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.